Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Good Old TKKG 2, tödliche Schokolade. So, wir haben den ersten Part, sag ich mal, den ersten Teil des Spiels durch. Wir haben soweit herausgefunden, was mit dem Erpresser war, aber wir haben natürlich jetzt einen zweiten Erpresserbrief und Fred ist tot. Ja, mit der Schokolade. Und unser allererster Anhaltspunkt natürlich ist der Apotheker Brodonski, wo Tim den besten Draht zu hat. Oh! Diese Schokolade hätte auch für Menschen gefährlich sein können? Oh, jetzt guckt er in sein Gerät da ein. Oxidemethonmethyl. Oxideme was? Oxidemethonmethyl, ein Phosphorsäureester. Besitzt in der Regel eine recht hohe akute Giftigkeit für Menschen und Eichhörnchen. Über den Mund aufgenommen können bereits 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht tödlich sein. Böse Sache. Ein Erwachsener von 70 Kilo, der eine Tafel dieser Schokolade isst, wird Kopfschmerzen und möglicherweise Übelkeit verspüren. Für ein kleines Kind sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Symptome reichen dann von Kopfschmerzen bis zu Muskelsteifigkeit und Kreislaufkollaps. Ja, das ist schlecht. Und natürlich ist es tödlich oder gefährlich für Menschen und Eichhörnchen. Ja, gut, wenn das so ist. So, ich habe schon wieder den Sound nicht runtergedreht. Das vergesse ich jedes Mal. Dann wollten wir doch einfach mal hier hin wieder. Ne, hier können wir jetzt nichts machen. Aber wir gehen hier rein. Hallo? Oh! Ah, Sie müssen Frau Clover sein. Richtig. Und du bist sicher Willi, der Sauerlich Junior. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallöchen. Ein Führer der Andreasburg. Interessieren Sie sich für Heimatkunde? So kann man es auch nennen. Ich liebe alles, was festgefügt und aus Stein gebaut ist. Also auch Burgen. Oh, du bist ja ein. Gibt es schon was Neues? Ich meine von den Erpressern. Ich möchte zu gerne wissen, wer hinter dieser Erpressung steckt. Haben Sie vielleicht einen Verdacht? Nein, ganz und gar nicht. Die Mitarbeiter glauben, dass die Konkurrenz hinter der ganzen Sache steckt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe gerade, die Kaffeekanne ist leer. Ich setz mal schnell einen neuen auf. Kann ich deswegen irgendwas Cooles machen? Nee, ne? Aber wenn Leute weg sind, ist es doch eigentlich... Ah! Keiner da. Ah, hier liegt der Brief. 100.000 Mark oder es gibt Tote. Da mache ich gleich mal eine Kopie fürs TKKG-Archiv. Ah, und dafür musste sie weg sein wahrscheinlich. Ja, Mensch, cool. Super. Foto ist ja furchtbar. Ich bitte Mutter mal, ein anderes rauszusuchen. Quatsch, das ist wunderschön. Sonst gibt's hier nichts. Was wollen wir denn nochmal machen? Wir können doch mal mit Gabi hier hingehen. Vielleicht ist hier noch irgendwas Schönes. Nix mehr. Gehen wir mal mit... Können wir mit Karl zu Karl? Nein, aber wir können mit Gabi zu Karl. Dort drüben wohnt jemand, der etwas zu verbergen hat. Da bin ich ganz sicher. Ach so, du... Ah, du bist so ein Ekliger. Natürlich. Nein. Tims gute Kontakte zum Apotheker sind sehr hilfreich. Ich hab das Gefühl, dass Karl immer so eine Station ist, um uns Tipps zu geben. Wir gehen nochmal zum Apotheker. Wo kriegt man denn so ein Phosphorsäurezeug her? Ist dieses Phosphorsäurezeug denn auch für Menschen tödlich?
Phosphorsäure-Ester, auch PE genannt, kann man in jedem Gartencenter und in allen Drogerien kaufen. Schädlingsbekämpfungsmittel nennt sich das dann. Ah! Es gibt verschiedene PEs mit unterschiedlicher Giftigkeit für den Menschen. Sie werden gegen alles eingesetzt, was kreucht und fleucht, wirken eben leider auch bei Eichhörnchen und Mensch. Und ab geht die Post, diesmal mit Karl, weil Karl noch nicht dran war. Der ist doch Gärtner. Ich grüße Sie, Kommissar Vierstein. Hallo, Tom. Da ist doch Zeug. Ich glaub's nicht. Insektengift bei unserem Naturfreund. Ach, das ist sicher noch ein alter Karton von meinem Vorgänger. Ah. Und die Flasche hier, ist die auch von deinem Vorgänger? Nein, ich nehme nur manchmal einen kleinen Schluck zur Beruhigung, zur inneren Erwärmung. So einer, du kleiner Saufkopf. Fall Nummer 1 ist aufgeklärt, aber wie geht es weiter? Täter Nummer 2 hat Käfergift benutzt. Sag mal, kennst du dich damit aus? Ich bin Ökogärtner, ich benutze kein Gift. Es gibt viele verschiedene Sorten Gift. Die Gartenkataloge sind voll damit, aber ich halte nichts davon. Man kann Schädlinge auch auf natürliche Weise davon abhalten, einem die Ernte wegzufuttern. Hier ist doch so ein Katalog. Hier ist ja alles vertreten, was gut und giftig ist. Chlorierte Kohlenwasserstoffe, Carbamate und PEs. Oxydemethanmethyl, das ist doch das Zeug, mit dem die Schokolade vergiftet wurde. Bug Eggs heißt das Teufelszeug also. Den Rest interessiert mich gar nicht. Jetzt gehen wir auf einmal mit dem Tim. Ich finde, Tim ist einfach, hat die größte Ausstrahlung von allen. Du weißt, dass Bug-Eggs das Gift ist, mit dem die Schokolade vergiftet wurde. Hör doch mal auf, mich zu verdächtigen. Kümmert euch lieber mal um den Blender. Der schleicht immer um die Welle. Aber da habe ich so eine Ahnung, wieso. Wir gehen mal mit Gabi hin, die hat Einfühlvermögen. Hallo, Herr Blender. Blenden Sie uns? Guten Tag, Herr Blender. Gabi, dein Name ist doch Gabi. Ja, genau. Gabi die Pfote. Hund ist wie immer draußen. Haben Sie eigentlich für die Schokolade ein Geheimrezept? Benutzen Sie hier Schädlingsbekämpfungsmittel? Ja. Hier nicht. Hier ist es nicht nötig. Aber in meinem Kleingarten hatte ich dieses Jahr sehr viele Kohlspinner. Da hilft nur eins, Bug-Eggs. Und auch hier gibt's wieder ein leckeres Rezept. Genau wie im Vorgängerspiel. So, aha, waren wir doch mal. Komm hier, Tim, du hast jetzt große Ausstrahlung, haust rein, machst du kaputt. Hallo, Tim. Tag, Herr Blender. Guten Tag. Haben Sie die Sicherheitsvorkehrungen jetzt verschärft? Kennen Sie sich mit Insektengiften aus? Ich benutze manchmal Mittel gegen die Schädlinge in meinem Garten. Diese Biester lieben Kohl und Salat mindestens so sehr wie ich. Und dann mache ich kurzen Prozess. Ein bisschen Bug-Eggs ins Gießwasser und Schluss ist. Ach, es gibt wieder so viele. Tag, mein Sohn. Wo ist Bertha? Weißt du, wo Bertha steckt, Vater? Ich könnte eine Kleinigkeit zu essen vertragen. Vater, sag mal, was fällt dir zu Bug-Eggs ein? Weißt du... Willi, geh in die Küche, hol dir was und komm dann ins Wohnzimmer. Ich muss mit dir sprechen. Aha. Deine Mutter sagt mir, dass du wieder eine 5 in Latein geschrieben hast. So geht es nicht weiter, Willi. Deine Versetzung ist gefährdet. Vater, ich habe 2-mal die Woche Nachhilfe. Mehr kann ich nicht tun. Ich erwarte, dass du eine glatte 4 im Zeugnis hast. Hast du mich verstanden? Ja, Vater. Ja, und wenn ich eine 3 habe, was ist dann? Was ist dann, ha? Ah, die Andreasburg. Und jetzt haben wir auch noch den Führer zur Burg. Hat Mutter den gekauft? Nein, das Buch habe ich deiner Mutter zum Hochzeitstag geschenkt. Oh, so ein Zufall. Deine Mitgliedsnummer im Golfclub ist ja wie mein Geburtstag. 21-12.
Wie, 21.12.? Ja, ja, Geburtstag im Dezember. 3 Tage vor Weihnachten. Das habt ihr echt toll gemacht. Tja, Willi, man kann halt nicht an alles denken. Ja, ein guter Kumpel von mir hat auch kurz vor Weihnachten Geburtstag. Mutter sieht auf dem Foto zu komisch aus. Junge, das war damals modern. Deine Mutter war schon immer eine sehr elegante Frau. Ich finde den Vater irgendwie eher komischer mit seinem komischen, kariert gepunkteten so rum. Du, so. Ich bin pleite. Kann ich einen Taschengeldvorschuss haben? Ach. Vater, ist heute irgendetwas passiert, das TKKG wissen sollte? Willi, TKKG in Ehren. Du weißt, wie sehr ich eure Arbeit schätze. Aber ich glaube, ihr solltet diesen Fall wirklich der Polizei überlassen. Hat die Polizei überhaupt bei irgendwelchen von den ganzen Geschichten schon mal irgendwas Sinnvolles gemacht? Nein. So. Hallo, Herr Pepe. Ist das gut, das Buch über die Andreasburg? Ja, das lohnt sich in jedem Fall. Steht vieles drin, was ich auch noch nicht wusste. Zum Beispiel, dass die Burg im 12. Jahrhundert auf den alten Kellern und Gewölben eines römischen Kastells gebaut ist. Ja, und deshalb hieß diese Gegend bei den Römern Castellum Novum. Ach, wirklich? Ah, hier. Das können wir uns mal merken. Ich habe das Gefühl, dass na, das noch wichtig ist. Wenn es dich so interessiert, bitte ein Geschenk des Hauses. Oh, toll. Vielen Dank. Ach, ich mag den Herrn Pepper mit seiner lustigen Kopfform einfach. Er ist freundlich. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Können wir vielleicht jetzt... Wow. Eine Geheimtreppe. Das ist ja sehr interessant. Ja. Wieso gehst du da nicht rein? Du Witzpille. Ich dödel jetzt immer so ein bisschen in die Gegend. Hallo, Sie sind bestimmt Herrn Sauerlichs neue Sekretärin. Ich bin Karl Vierstein. Karl, das zweite K von TKKG. Nein. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Das erste. Ich habe schon viel über euch in der Zeitung gelesen. Das erste, Tim Karl, Klößchen und Gabi, du olle Zibber. Verstehen Sie etwas von Schokoladenherstellung? Gefällt Ihnen die Arbeit hier bei Herrn Sauerlich? Oh ja, alles ist großartig. Nur die Erpressung ist natürlich gar nicht schön. Das ist natürlich so eine Geschichte, ne? Ich glaube, ohne können wir daran nicht rein. Aber müssen wir auch gar nicht mehr, denn... Tschüss. Haben wir ja schon, was wir brauchen. Was können wir denn noch? Golfplatz, Club? Weiß ich gar nicht. Ach, wir gehen nochmal hier hin. Was ist denn da drüben los? Keine Ahnung, aber ich beobachte die Wohnung laufend. Seit neuestem hält sich tagsüber niemand mehr in der Wohnung auf. Dafür herrscht dort abends umso mehr Geschäftigkeit. Ja, das ist ein Puff. Der Pressebrief ist bei meinem Vater im Büro. Pass auf, er liegt in der Schublade des Schrankes neben seinem Schreibtisch. Könntest du Fingerabdrücke nehmen? Vielleicht bringt uns das ja weiter. Ich werde mich um den Erpresserbrief kümmern. Und ich nehme Fingerabdrücke von allen Verdächtigen. Das dürfte ja kein Problem sein. Radadazong, okay, alles klar. Dann gehen wir mal schauen. Mit dem Kerlchen. Genau. Oh. Es dauert ja nicht mehr lange, dann ist ja alles erledigt. Ah. Oh, ich muss Schluss machen. Was bist du denn für eine Truller? Na, leider hast du Kaffee diesmal. Oh. Verstehen Sie etwas von Schokoladenherstellung? Gefällt Ihnen die Arbeit hier? Naja, Herr Blender war so freundlich, mir die ganze Fabrik einmal zu zeigen. Aber ansonsten... Nein, ich esse Schokolade noch nicht einmal besonders gern. Dann lass es doch bleiben. Ich will jetzt den Erpresserbrief. Ja. Die Kaffeekanne ist leer. Bin gleich wieder da. Ich muss sie erst anticken. Vor allem, wo geht die hin? Egal. Genau wie Willi es gesagt hat, der Erpresserbrief. Dann werde ich mich mal ans Werk machen.
und einen Kontrollabdruck von Herrn Sauerlich. Den nehme ich am besten von der Bonbon-Dose. Jetzt habe ich gar nicht mal auf das Bild geguckt. Egal. So. Nun wollen wir mal uns ein paar Fingerabdrücke holen. Wir holen uns... Nein, wir holen uns doch nicht den ersten bei Terminal. Ich sehe, der Part ist vorbei. Wir holen uns da im nächsten Part die Fingerabdrücke und schauen mal, wie es weitergeht. Ich habe da ja schon so eine Vermutung. Ja. Ich glaube, der Blender ist es nicht. So, macht euch selber Gedanken drüber. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Good Old. Bis dahin. Ciao.